Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video vom Schreckschuss-Check. Heute etwas erkältet, aber nicht so schlimm. Ich versuche es durchzuziehen. Ich möchte euch heute das Umarex-Produkt, beziehungsweise nicht Produkt, sondern es ist ein italienisches Produkt, aber durch Umarex vertrieben in Deutschland und PTB-konform gemacht. Mit der PTB 489 Schreckschusspistole Brigadier oder Brigadier, weiß ich nicht, 95, auch unter Perfekta vertrieben, was ja auch ein gekaufter oder ein, wie soll man sagen, ein Markenname meinetwegen, der lizenziert ist von Umarex. Im Kaliber 9mm PAK, laut dieser Liste, laut der Mitteilung von 3. Monat 92, ist die Befristung dann bis 94 gelaufen. Also wird das auch vom Beschuss her, weil ich kann das jetzt gerade aktuell, ich könnte es nachgoogeln, Beschuss war italienischer Beschuss BE, wenn ich das richtig sehe, nein BL. Und ja, wird irgendwas Anfang der 90er gewesen sein. Zum Modell selber, die gab es jetzt vor, also jetzt haben wir das Jahr 24, ich meine vor ein oder zwei Jahren nochmal bei Shoot Club. Die hatten wohl irgendwie ein Konvolut aus der Zeit in neu aufgekauft oder in ja, so ziemlich werksneu. Und die haben die, glaube ich, um die 80, 90 Euro verkauft pro Stück. Und da gab es also nochmal die Möglichkeit, dieses Gerät zu kaufen. Es ist kein hochqualitatives Produkt, das heißt also, es gab viele Probleme damit, dass Brüche stattfanden oder dass einfach die Mechanik versagt hat. Gut. Die Verpackung ist ein Karton. Da ist auch nochmal, ja, ich filme euch das jetzt einfach mal alles ab. Die gab es also in 8 und 9 mm. Jeweils mit Kunststoffgriffschalen. Und ich denke mal, das wird die Artikelnummer von Umarex sein. Und ja, recycelbar, schön. Dann haben wir noch von Umarex die Bedienungsanleitung. Wow, sogar mit einer Explosionszeichnung und einer Teileliste. Technische Daten sind hier. Also hier das Kaliber. Dann Gewicht 1100 Gramm, 14 Schuss. Das war schon für die damalige Zeit recht viel. Und hier noch die Gebrauchsanweisung, Anleitung. Okay, das war es dann. Also zum Zubehör, sonst war jetzt nichts dabei, also kein Abschussbecher oder Reinigungsbürste. Okay, jetzt sehen wir auch schon, es gab doch dazu, es ist ein Gewinde drin. Ich sehe das bloß ohne Brille gerade nicht so gut. Also gab wohl doch ein Gewinde dazu, also beziehungsweise einen Abschussbecher. Alles gut. Hier sehe ich auch schon eine Madenschraube, das heißt, wenn man dieses Gerät auseinanderbauen möchte, muss man die hier rausschrauben und ich glaube, diesen unteren Teil oder hier halt entsprechend irgendwas, ich weiß es nicht, vielleicht die Schraube hier mit raus, ich weiß es nicht. Dann kann man den Schlitten, glaube ich, weiter nach hinten bewegen und dann nach vorne abnehmen nachher, was ich heute nicht tun werde. Das Magazin, sehr imposant, sehr breit, ja, sehr lang also. Man sieht auch hier noch ein Abstandshalter, damit auch die Kartuschen reinpassen. Jetzt hat man hier auch noch gestempelt tatsächlich. Es ist auch aus Stahl. Brigadier 9mm. Sehr gut. Also das ist schon mal eigentlich gar nicht so wild und schlecht. Lässt sich auch zerlegen. Also Magazinboden lässt sich abnehmen. Feder raus und Zubringer raus. Das ist schon mal nicht schlecht. Und es ist hier irgendwie gepunktschweißt von der Produktion her. Ja, zur Funktion, es ist eine reine Single Action Waffe, das heißt also, ich habe keinen Double Action. Pardon. Der Schlittenfang, der funktioniert nicht automatisch, den muss man also, wenn man das möchte, dann manuell einlegen. Und so wie ihr auch hier schon seht, der Hahn, da habe ich echt Angst, wenn ich jetzt abschlag, dass der mir bricht.
Es ist halt alles ja, Italien-typisch. Ja. Von der Qualität her. Hier steht auch mal, auch nochmal Made in Italy. Und die Seriennummer 095204. Und hier nochmal die PSF, also die Beschusszeichen und ja, BL. Gut, das soweit dazu. Griffschale aus Kunststoff. Visierlinie sieht so aus. Ist also so eine Art Beretta-Nachbau. Ich weiß gar nicht, ob es ein scharfes Modell Brigadier gibt. Habe ich mich nicht eingelesen. Aber wenn jemand was weiß, kann das gerne in die Kommentare reinschreiben. Vom Design her finde ich es schön. Es ist auch, also Anmutung, Oberfläche ist jetzt nicht schön, das meine ich nicht damit, aber so vom Modell, von der Form her, vom Shape, echt nicht schlecht. Auch die große Griffschale und der breite Griff gefällt mir eigentlich recht gut. Gewicht ist imposant, mit 1100 Gramm haben wir gerade gelesen. Ja. Und die Besonderheit 493/2 heißt, es müsste eigentlich noch die ohne 2 geben. Das wird dann vermutlich, ich weiß es nicht, vielleicht die 8 mm Variante sein. Ich glaube, die gab es nämlich auch in 8 mm für den deutschen Markt auch. Gut, ansonsten, ja, haben wir viel Zink. Wir haben auch eine Kartuschenlagerschwächung, wie man hier so an der Seite sieht. Ja, da sieht man es. Von der PTB gefordert. Und ansonsten, wie gesagt, alles Zink. Alles bisschen gröber. Druckpunkt ist spürbar. Ist jetzt aber auch nicht so wahnsinnig hoch, also nicht schwer. Das passt. Hier haben wir noch Umarex Brigadier, Brigadier, wie auch immer. Modell 96, Kaliber 9 mm PAK. Eingestanzt und überlackiert. Ich weiß nicht, ob das auch ein Lack ist, wie bei den anderen italienischen Modellen. Sieht aber eher so aus. Gut, für wen ist das was? Ja, für Sammler, die auf große, schwere Waffen stehen, ist das vielleicht etwas zur Benutzung selber in Form von Selbstverteidigung? Nein, warum? Ja, es hat hier einen dicken Hahn, da bleibt man hängen beim Ziehen. Das Gerät ist schwer ohne Ende. Zum Führen, also auch so nicht wirklich geeignet. Dann des Weiteren weiß ich nicht, ob die Funktion mit Kartuschenmunition, also mit Abwehrmunition gut funktioniert. Das mag ich mal zu bezweifeln. Und darüber hinaus, ja, weiß nicht, ist einfach zu klobig und vermutlich zu unzuverlässig und vielleicht sogar geht das Ding noch kaputt während des Einsatzes. Für Silvester, denke ich mal, ist das auch nicht wirklich gut geeignet aufgrund der eingeschränkten Haltbarkeit. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Also ich traue dem Gerät jetzt nicht wirklich viel zu. Ansonsten, ja, man kann sicher ein paar Magazine abfeuern, aber mir wäre das ein bisschen zu risikoreich und dann hat man im Endeffekt eine kaputte Pistole und der Wert ist dann komplett weg. Der Wert überhaupt lässt sich, würde ich jetzt sagen, so vielleicht so wirklich zwischen, na, ich setze mal hoch an für mich jetzt persönlich, wäre sie 50, maximal 60 € vielleicht wert, also wirklich maximal, selbst mit diesem Karton. Es ist einfach, ja, ein italienisches Produkt im Waffenbereich, was Schreckschuss angeht. Und das ist meiner Erfahrung nach und das, was angeboten wurde, nicht besonders hochqualitativ. Gut, das soll es auch gewesen sein. Lass mir gerne ein Abo da, wenn noch nicht geschehen, und einen Daumen nach oben, würde ich mich tierisch drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bye bye.